Gleich mehrere Schutzengel hatte der 60-jährige Fahrer eines Altpapierlasters aus Friesland am Freitagnachmittag. Als er seinen Sattelzug auf die Verbindungsrampe von der A28 auf die A29 in Richtung Wilhelmshaven steuerte, kam er von der Fahrbahn ab, offenbar aus Unsicherheit, wie die Autobahnpolizei andeutete. Die Folge: Der Fahrer geriet mit dem Vorderrad in die seitliche aufgeweichte Berme und durchbrach 28 Leitplanken, ehe er den Abhang hinunterstürzte, sich überschlug und auf der Seite liegen blieb. Der Fahrer blieb dennoch unverletzt. Zur Bergung des Lasters mit mehreren Kranwagen und auch zur Reinigung der Strecke wird die Tangentialfahrbahn inklusive der Abfahrt Oldenburg-Hafen für mehrere Stunden voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.